So, guten Morgen. Wir haben eine neue Woche vor uns und wir haben diese Woche ein anderes Thema vor uns, was wir bearbeiten. Und zwar werden wir an meiner Interviewreihe für leise Unternehmerinnen weiterarbeiten. Und ich nehme dich da ein bisschen mit in den Hintergrund mit rein. Ich weiß gar nicht, ob du das schon kennst. Ich habe auf meinem Blog wo-com, also auf meiner Webseite wo-com, die Interviewreihe für leise Unternehmerinnen gestartet, mit der ich diese leise Unternehmerin vorstelle. Es ist nicht so ein normales Interview von wegen, wer bist du, was machst du, wieso machst du das, sondern es sind schon nachdenkliche Fragen dabei. Auch sowas mit, welche Erfahrungen hast du im Leben gemacht und so, was ist deine Superkraft? Und mittlerweile sind schon über 25 Unternehmerinnen dabei. Die läuft schon seit über einem Jahr. Und ja, ich habe vor 2 Wochen angefangen, wieder neue Unternehmerinnen anzuschreiben, anzusprechen. Ich habe dafür ein bisschen geworben, wollte mal gucken, was passiert. Und das haben sich ganz, ganz viele drauf gemeldet. Ich glaube, ich habe das Handout zum Interview irgendwie 20 Mal geschickt oder mehr. ja, 2 sind jetzt schon angekommen bei mir. 2 neue Interviews, die ich jetzt in den Blog einpflegen werde. Und dann teile ich das immer auf verschiedenen Social-Media-Kanälen. Und ja, ich würde da gerne diese Woche drangehen, die bearbeiten. Ich würde dir einmal den Prozess zeigen. Und ich habe mir überlegt, wenn du diesen Vlog guckst, dann lade ich dich auch zum Interview ein. Wenn du auch eine leise, introvertierte, hochsensible Unternehmerin bist, dann fühl dich gerne angesprochen, egal auf welchem Stadium du auch stehst. Ich habe Unternehmerinnen dabei, die gerade gegründet haben, die gerade starten. Ich habe sogar welche dabei, glaube ich. Eine war dabei, die noch gar nicht gegründet hat, die in der Zukunft geschrieben hat für sich, wo sie hin möchte und was sie erreichen möchte. Ich habe welche dabei, die schon sehr lange am Markt sind und auch erfolgreich. Und es sind halt ganz unterschiedliche Frauen. Also auch wenn du sagst, ich bin keine Unternehmerin, ich bin nur Freelancerin oder ich bin nur Selbstständige oder so, je nachdem, wie du dich bezeichnest, oder du hast einen kleinen Shop oder so, mach gerne mit. Schau dir die Fragen einmal an. Ich lade dich, wie gesagt, ein. Sonst habe ich das immer so, wenn jemand das selbst findet, gibt es ein Handout, wo ich dann auch sage, es kostet 97 Euro einmalig, weil einfach die Bearbeitungszeit mit drin ist und ich das ja auch auf meinen Plattformen teile und so. Aber ich möchte dich einladen, wenn du Lust hast, mach gerne mit, sei dabei. Und dann bist du vielleicht auch bald Teil dieser wundervollen Interviewreihe. Und ja, wir würden da halt diese Woche dran gehen. Das bedeutet, wir haben sehr viel. Was haben wir für Arbeit? Texte einpflegen in den Blog. Dann mache ich noch Grafiken dafür. Die mache ich tatsächlich als Grafikdesignerin trotzdem in Canva. Ich arbeite für Social Media, mache ich sehr vieles in Canva. Ich habe ja mein Design fest und ich würde eher so Sachen wie Drucksachen, Flyer und so, würde ich nicht in Canva machen. Da bin ich immer skeptisch mit den Farben und so. Und auch mit Typografie richtig setzen und so. Aber so Social Media Sachen mache ich tatsächlich alle im Canva. Da werden wir arbeiten. Dann geht es natürlich dann hinterher daran, das im Social Media zu teilen. Das werden wir auch machen. Und wir gucken mal, wie viele Interviews diese Woche noch eintrudeln per E-Mail und wie viele wir dann umsetzen dürfen. Und ja, ich freue mich sehr, dass so viele daran teilnehmen möchten. Genau, ich habe die Interviewreihe damals gestartet, weil ich irgendwie so ein Format haben wollte, um Unternehmerinnen zusammenzubringen. Selbst natürlich dadurch auch Reichweite zu kriegen, aber ich habe nun diese Fragen überlegt und auf einmal wurde aus einem normalen Interview einfach so viel mehr Austausch und viele öffnen sich sehr stark und ich selbst habe auch so viel Erkenntnisse dadurch nochmal gewonnen für mich selbst und gemerkt, die haben ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich als leise Person, als leiser Mensch, als sensible Frau
Und das ist sehr, sehr wertvoll geworden. Also aus einer kleinen Idee ist etwas geworden, was auch für mich persönlich sehr viel Wert hat und wo ich mich sehr freue, dass so viele teilnehmen. Und ja, ich dachte, ich gehe das einfach mal mit dir auch durch. Und genau, damit machen wir diese Woche Dachte, weiter. jetzt fangen wir an, dass ich dich mal mit reinnehme, wie ich die Interviews dann in den Blog setze und die Grafiksachen fertig mache und dann online stelle. Genau, da machen wir jetzt mit weiter und ich würde sagen, ich nehme dich mal kurz hinter mich, dass du zugucken kannst. Heute haben wir den Mac aus, den Laptop an. Ich mache die meistens am Laptop, ich weiß auch nicht, da habe ich alle Dateien so drauf und habe von Anfang an die Interviews darüber gemacht. Und ja, vom Prinzip her fange ich halt an mit der Biografie kurz. Dann kommt gleich hier ein Foto rein. Dann gibt es die Links von der Person, je nachdem, da hat ja jeder immer unterschiedliche Links. Und dann kommt natürlich das eigentliche komplette Interview, was ich jetzt nach und nach reinsetze. Ich habe in dem Fall eine E-Mail bekommen. Ich halte es mal hier zu. Ich habe in dem Fall eine E-Mail bekommen und arbeite damit jetzt weiter. So, da ist die erste Frage, was erschaffst und wie wirkst du mit deinem Business? Und das ist tatsächlich eine Frage, ich drehe dich mal kurz. Das ist tatsächlich eine Frage, die so gut wie alle beantwortet haben. Und ich glaube, die eröffnet so ein bisschen was, weil man nicht genau schreibt, was machst du, sondern dieses Erschaffst und Bewirken. Ich habe da schon ganz viele richtig schöne Antworten gelesen, weil es so ein bisschen mehr dieses, was bewirkt man auch bei seinen Kunden vielleicht auch außerhalb des klaren Angebots. Also so wie ich das immer sage, klar, ich verhelfe dabei, Kunden anzuziehen, aber es geht auch um innere Stärkung, innerlich gestärkt handeln. Es geht darum, sich selbst zu erkennen, als Unternehmerin zu wachsen oder überhaupt in die Rolle der Unternehmerin reinzuwachsen. Und so habe ich gemerkt, bei der Interviewreihe kamen von ganz vielen von denen, die mitgemacht haben, schon auch so Sachen, wo man gemerkt hat, da geht es nicht nur um das Angebot an sich, da geht es um viel mehr bei der Zusammenarbeit. Und ich glaube, ganz oft vergessen wir darüber zu sprechen, wie viel mehr Tiefgang das ganze Angebot noch hat. Und dabei ist das auch ganz wichtig, das zu kommunizieren. Und ich finde es sehr schön, dass die Interviewreihe das so ein bisschen rausholt von der einzelnen Unternehmerin. Es gibt noch andere Fragen. Die gehe ich vielleicht auch noch mal gleich ein bisschen mit dir durch, je nachdem, welche gleich genommen wird von der jeweiligen Unternehmerin. Und ja, wenn du teilnehmen möchtest, wie gesagt, schau dir mal den Link unten an. Ich lade dich ein, kostenlos dazu. Wenn du möchtest, füll einfach die Fragen aus, schick mir alle Infos zu und dann bist auch du bei der Interviewreihe dabei als leise Unternehmerin. Und ja, ich mag es einfach sehr, diese Interviewreihe zu machen, damit zu starten und wirklich jeder von euch dadurch den Raum zu geben, zu wachsen. So, was auch ganz viele schreiben, ich kipp immer das Stativ ein bisschen, ich hoffe, das ist okay heute. Was ganz viele schreiben, ist bei den Herausforderungen, dass sie sehr viele Herausforderungen im allgemeinen Berufsleben haben, wenn sie Angestellte sind. Und das auch oft mit ein Grund ist, warum sie in die Selbstständigkeit wechseln. Und das habe ich bisher ganz oft gelesen. Mir schreiben auch auf YouTube sehr viele, die eigentlich angestellt sind, dass sie sehr starke Herausforderungen haben als Introvertierte dabei, mit der Energie auszukommen, mit anderen Menschen die ganze Zeit im Kontakt sein, vielleicht auch im großen Büro zu arbeiten oder mit mehreren Menschen täglich zu arbeiten und da alles so. Ja, man nimmt halt sehr viel auf und ich muss sagen, das wäre für mich auch super viel Stress, wenn ich das jeden Tag solche Sachen hätte. Deswegen, du bist damit nicht alleine, wenn du als Angestellte arbeitest und auch dieses Gefühl als Introvertierte kennst, dass du nicht so ganz dazu passt. Ich glaube, das ist normal, weil das Angestelltenverhältnis auch ganz oft erfordert, dass man so ein bisschen, wie sagen sie immer, mehr aus sich herauskommt und
Wir Introvertierten, wir brauchen ja mehr den Rückzug oft und das ist ganz schwierig, da immer wieder zu funktionieren und zu leisten, obwohl man merkt, man kann einfach nicht mehr so und hat keine Energie mehr. Genau. Also es ist wirklich eine Herausforderung von ganz vielen. So, ich dachte mir, ich leg dich nochmal so rum. Ich spiele immer an meinen Haaren rum, während ich arbeite, wenn ich konzentriert arbeite. Genau, deswegen sieht das immer so wuschelig aus. Ja, ich bin jetzt noch dabei, das einzupflegen. Ich musste gerade kurz eine Pause machen. Und wollte mit dir nochmal darüber sprechen. Genau, die heraus. Was ist deine leise Superkraft? Ist auch eine Frage. Und da schreiben auch ganz viele ähnliche Stärken hin. Also mit, sie hat jetzt die Lara, hat geschrieben Ruhe, Zuhören, analytisches Denken. Und das sind auch so Sachen, die ich glaube ich auch als Superkraft hinschreiben würde. Und die wirklich auch ganz oft so die Sachen sind, die sehr helfen in Bezug darauf, wie man das Business aufbaut, wie man Angebote entwickelt. Auch dieses Zuhören und zwischen den Zeilen lesen hat mir immer wieder so geholfen, auch Content zu machen. Und vielleicht denkst du da auch mal drüber nach, was ist so deine leise Superkraft? Was ist das, was dich ausmacht, was dich stärkt? Und ja, kannst daran, glaube ich, auch ganz viel schauen, was bewirkst du bei deinen Kunden? Was erschaffst du bei denen? Welche Superkraft von dir, die du als Introvertierte hast, unterstützt sie? Und das auch bewusst immer mal wieder wahrnehmen, weil ich habe gemerkt, dass ich, wenn ich an mir zweifle, vergesse ich das alles. Dann bin ich in diesem Modus dieses, ach, ich bin viel zu unsichtbar, ich bin viel zu ruhig, mich nimmt doch eh keiner wahr, keiner sieht mich, wer will schon mit mir arbeiten? Und dann hilft es mir immer ganz gut, wenn ich zum Beispiel in meinem Notizbuch, ich habe ja immer mein Notizbuch, das nochmal durchlese, was ich denn für Stärken habe, leise Superkräfte, kann man das auch nennen, Fähigkeiten habe und auch sehe einfach die Entwicklung bei meinen Kunden. Und das für dich auch vielleicht ein Punkt, wo du sagst, das ist wichtig für mich, dass ich da dran ein bisschen arbeite, welche leisen Superkräfte ich habe. Ja? Die Stärken zu finden, einfach für dich. Ja. Ich habe gerade die nächste Frage hier vor mir. Welche Dinge wurden dir als leise, introvertierte Frau schon gesagt, die dich geprägt haben, positiv, negativ? Und das ist meistens die Frage, wo die Schulzeit erwähnt wird, wo viel auch innerhalb der Familie oder von Freunden erzählt wird und wo es gar nicht so stark immer nur um die Selbstständigkeit geht. Es steht wirklich so oft die Schulzeit da drin, wie viele negative Sachen dort erlebt wurden. Und ich habe das auch so, ich lese gerade diese Sätze, wenn du langsamer gehst, als du sprichst, bleibst du stehen, mündlich mehr beteiligen, sonst wird sich die Note verschlechtern und sehr viel Druck dahin, dass man aufzeigt und dass man sich beteiligt und das kann doch nicht sein, dass man das nicht machen möchte. Ich hatte so viele Gespräche mit den Leuten und so oft wurde mir gesagt, ja mach das doch einfach, mach das doch einfach. Und man hat so oft diese Sperre in sich, dieses Gefühl, ich kann aber nicht. Das liegt sich wie so ein Druck drauf. Und ich erinnere mich einfach noch so stark daran, weil vor allen Dingen diese mündliche Note und dieses Lautreden, Lautsprechen vor diesen vielen Menschen, es waren ja meistens um die 30 Leute auch in den Klassen. Und das hat mich auch als Introvertierte so geprägt. Vor allen Dingen wusste ich damals nicht, dass ich introvertiert bin, sondern mir wurde immer suggeriert, ich bin falsch. Ich bin nicht richtig, weil ich nicht so bin wie die anderen. Und jede, die aber auch so war wie ich, wurde auch als falsch hingestellt. Und dann wurden wir als Gruppe oft als falsch hingestellt. Und wir würden uns ja zusammentun und würden uns nicht beteiligen. Und das geht doch nicht. Was machen wir denn die ganze Zeit? Und wir haben einfach nur zugehört. Wir haben nur zugehört. Ich erinnere mich einfach noch so stark. Und finde es tatsächlich immer noch so absurd, dass das in den Schulen immer noch so wenig berücksichtigt wird. Und dass so eine mündliche Mitarbeit so heftig in den Fokus gerät, obwohl man doch die Schriftlichen auch sieht. Und wie könnte ich im Schriftlichen gut sein, wenn ich im Mündlichen
Also wenn ich nicht zuhöre oder sowas, könnte ich doch niemals solche Noten dann teilweise auch erreichen, weil ich weiß, ganz viele haben in den schriftlichen Noten dann teilweise sehr gute Noten. Ich muss sagen, außer mein Englisch, das war früher wirklich nicht gut. Das habe ich erst gelernt, seit ich einfach selbst Interesse an englischen Inhalten habe, Bücher und Videos. Mittlerweile gucke ich fast nur noch auf Englisch alles. Und lese auch sehr viel Englisch. Aber früher hatte ich das nicht und war dann im Mündlichen schlecht und im Schriftlichen. Und ja, so setzen sich da manchmal auch Noten zusammen, die man gar nicht so beabsichtigt. Ich hatte zum Beispiel in Mathe meistens eine 1, einfach weil es mir zugeflogen ist. Also ich bin eher so Richtung Mathe, anstatt Richtung Sprachen. Und habe dann auch eine Nachprüfung machen müssen einmal. Und der Lehrer war so verwundert, der hat mir die Aufgabe gegeben, ich habe das einfach gelöst und dachte, wie konntest du das? Aber ich frage mich dann halt, wenn ich doch da die 1 habe in der Arbeit schriftlich, wie kann es sein, dass es dann nur, weil ich nicht aufzeige und vor 30 Leuten spreche, so ist, dass ich dann trotzdem eine 3 kriege? Und ich weiß, es gehört halt mit ins System und das System ist so, aber ich merke, dass es vor allen Dingen für introvertierte Persönlichkeiten, für Schüchterne auch, ja. Manche sind ja nicht nur introvertiert, sondern auch schüchtern. Ich war auch früher sehr, sehr schüchtern. Dass es für diese Persönlichkeiten sehr schwierig ist, in der Schule dann teilweise zurechtzukommen, obwohl man vielleicht, so wie ich auch, vielleicht bist du auch so, dass du gerne lernst und viel lernst und Interesse an der Welt hast und viel aufsaugst. Alles, was die Lehrer sagen, hast du aufgenommen. Außer das Englische. Und einfach für dich zu gucken, was hat das damals mit mir gemacht? Wie kann ich es heute anders leben? Denn ich finde, durch die Selbstständigkeit haben wir die Möglichkeit, auf unsere Art und Weise in die Sichtbarkeit zum Beispiel zu gehen, uns zu melden auf unsere Art. Ja, eine ganz liebe, die ich im Internet auch ganz oft treffe und die auch in der Interviewreihe mitgemacht habe, ist die Mim. Kannst du mal gucken. Die Mim findest du auch in meiner Interviewreihe und die schrieb noch vor ein paar Tagen bei mir im LinkedIn, dass sie halt gemerkt hat, dass sie im Schreiben einfach sehr viel Kraft und Stärke hat. Dass sie da einfach ihre Strategie drin sieht. Und es stimmt auch, wenn du ihre Texte liest und so, du liest von ihr. Ich kenne sie gar nicht richtig persönlich, aber ich weiß, ich lese von ihr. Und manchmal ist es halt so, dann zu gucken, was sind deine Stärken? Und das müssen nicht immer Texte sein, ich mache ja auch Videos. Aber genau mit den Sachen aufzuzeigen und sichtbar zu werden, mit den Sachen hervorzugehen, anstatt dich zu verstecken dahinter. Ja, das war jetzt sehr viel, aber das wollte ich mal eben sagen. Deswegen sind solche Fragen im Interview drin teilweise, weil ich glaube, dass wir sehr viel daraus lernen können, wenn wir so ein bisschen da drauf gucken, wie war es denn früher bei uns? Was habe ich so erlebt und warum fällt mir Sichtbarkeit jetzt so schwer? Und dadurch kannst du das nur ein bisschen für dich auflösen vielleicht. Ich nehme immer die falsche Maus. So, ich erkläre das mal kurz. Nachdem ich den Text vom Interview nämlich eingesetzt habe, mache ich diese Bilder. Das sind einmal die Blogbilder, die halt für die Webseite sind. Dann gibt es einen Pin für Pinterest und dann gibt es die quadratischen Bilder, die für Instagram sind zum Beispiel, wo ich ein bisschen das Ganze nochmal etwas ausführlicher zeige und dann natürlich auf Interviewhinweise. Ja, und die Bilder bekommen auch alle, die am Interview teilnehmen und können dann damit selbst die Sachen ebenfalls teilen. Genau, und die bearbeiten wir jetzt. Interview ist jetzt online. Ich nehme dich mal hier raus, drehe die Kamera und zeige es dir. Genau, so sieht das dann online aus, wenn das Interview online ist. Da ist halt der Text mit den Antworten jeweils und das kannst du dann ganz in Ruhe nachlesen und dir das genauer angucken, auch wer Lara zum Beispiel ist, was sie gemacht hat und findest auch ihre Links dabei. Ja, und dann kommst du zu den ganzen anderen Interviews, was ich dir jetzt ebenfalls einmal zeigen werde, wie viele
schon dabei sind. Ich habe auch schon die nächsten zwei vorliegen, die ich jetzt bearbeiten werde. Es sind wirklich schon einige mit dabei. Es sind nur die ersten. Es sind über 25 Frauen mittlerweile. Ich klicke mal weiter. Und ich bin wirklich sehr stolz, dass sie alle mit uns teilen, wie es ihnen geht als introvertierte, teilweise auch hochsensible Unternehmerin. Ich zum Beispiel bin auch hochsensibel mit dabei. Oh, ist sogar schon Seite 3. Geht schon weiter. Und die kannst du halt alle auf meinem Blog durchlesen. Hier ist zum Beispiel die Mim. Die ist halt auch mit dabei. Und ja, ich freue mich sehr, dass die Interviewreihe wächst. Ich überlege, ob ich alle nochmal anfrage zu einer Video-Interviewreihe. Aber das weiß ich noch nicht genau. Muss ich mal gucken. Genau, aber ja, erstmal ist es auf jeden Fall schriftlich. Ich drehe mich mal. Erstmal ist das Interview schriftlich. Das war extra von mir so, aus zwei Gründen. Das gebe ich zu. Erstens, wir schreiben alle lieber. Und ich dachte mir, so kriege ich die Introvertierten eher dazu teilzunehmen. Nee, es gibt sogar drei Gründe. Zweitens wollte ich wieder mehr in den Blogbereich auch teilweise gehen und habe mir gedacht, es gibt so wenig schriftliche Interviews oder ich finde sie nicht oder sehe sie nicht, dass wir auch mal was Schriftliches alle wieder machen müssen oder sollen, wollen, und fand die Idee sehr schön. Und drittens war es für mich damals so, dass ich mit meiner Tochter zusammen noch war, also im Sinne von, sie war noch nicht in den Kindergarten, und alles zu verbinden der Selbstständigkeit mit Kleinkind war herausfordern, und die Interviewreihe konnte ich teilweise nebenbei gut machen, umsetzen und einpflegen. Ich will es aber jetzt, sie ist jetzt seit Januar im Kindergarten, trotzdem beibehalten und wie gesagt, vielleicht nochmal bei allen anfragen, ob sie Lust haben auf ein Interviewgespräch. Ich würde es eher wie Gespräche machen, anstatt nur, also die Fragen eigentlich aus dem Interview, ja, aber halt nicht dieses Standard, wer bist du, was machst du, wieso machst du das? Was ich wichtig finde als Botschaft für dein Business und dich, aber ich finde es immer schöner, wenn es schöne gemeinsame Gespräche werden. Ja. Und ja, jetzt am Ende werde ich das, wie gesagt, noch mit der Unternehmerin teilen, mit der Lara, werde dann ihr die Bilder zukommen lassen, den Link dazu, sie kann es selbst überall teilen, und ich werde es auch in meinen Social Media Kanälen teilen, halt Instagram, LinkedIn, Facebook kommt es rein, Facebook mache ich nur automatisiert. Und dann gibt es noch Pinterest. Und ja, dann kann jeder das sich durchlesen. Und ich weiß, ganz viele lesen die Interviews auch gerne mittlerweile. Und ich glaube, es erzeugt halt einfach so ein sehr starkes Ich bin nicht alleine damit Gefühl. Was ich sehr wichtig finde, damit man weiß, du bist okay. Ja, genau, mach gerne mit. Das PDF findest du unter diesem Video im Textbereich, Show Notes oder wie das heißt, und kannst dann kostenlos daran teilnehmen. Ich lade dich dazu ein und ich freue mich einfach auf jede leise Unternehmerin, die daran teilnehmen möchte. Jetzt würde ich sagen, bis demnächst.